Herzlich willkommen zurück zu Modern Warfare 2. Wir starten auch direkt rein in einen schönen Modus. Tja, welchen nehmen wir denn, ist die Frage. Nehmen wir Shipment. Klicken wir einfach mal rein. So, Hauptbewaffnung, aber was jetzt noch als Plan? Okay, Abschluss zu sterben, das können wir dann aber auch in einem anderen Modus machen, ganz ehrlich. Das muss jetzt nicht hier sein. Den hier würde ich gerne machen, weil da ist Schalldämpfer auf der Pistole zum Beispiel erforderlich. Das kannst du ja nicht in dem Ranglistenspielen zum Beispiel machen. Guck mal, einfach nur zielen und dabei Leute töten, das geht auch. Super, kriegen wir auch hin, denke ich. M4 ist ja durch, die hier irgendwann anders. Oder hat die Overt mit dem Schalldämpfer? Ne, einfach nur ein paar Kills noch, dann Doppelabschüsse. Doch, da kommt der Schalldämpfer dann doch ins Spiel. Na, aber das kommt dann alles später dann. Bei der hier war das wie? Erstmal ein paar Kills, leveln, Schalldämpfer. Ja, kommt irgendwann immer wieder dasselbe bei den verschiedenen Waffen. Sniper haben wir. Okay, wofür? Ich brauche keine Sniper. Sniper sind für mich hier unnütz. Außer du machst Missionen, ne? Da muss man ganz ehrlich sagen, Missionen und so, da ist das doch ganz geil. Ja, und hier ist auch Leveln und so. Erstmal in der Reihe. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal ein paar Kills mit der Pistole und danach setzen wir uns irgendwo ganz entspannt hin. Mit dem Zweibein und dann haben wir da unseren Spaß. Guck mal, was der für einen kleinen Zielkreis hat. Scheiße, durch die Mitte kam einer. Auf den habe ich mich echt nicht vorbereitet, muss ich sagen. Bravo wird gesichert. Charlie wird gesichert. Ist ja gar nichts mit der Optik, wenn du schießt. Scheiße, Munition leer. Wir brauchen zwar kein Linked, aber hier können wir das Zweibein wirklich richtig benutzen. Und dementsprechend machen wir dann da auch. Bam, Junge! Mit Schalldämpfer, Mann! Die Waffe hat einfach gar keine Kraft hier. So ist die Waffe eigentlich echt nicht geil. Bleiben wir doch vielleicht in der Mitte. Um da doch mal ein bisschen den die ganze Zeit in den Rücken oder so. Scheiße. Zweiten haben wir. Ah, der Wichser liegt da auf dem Boden. Das ist irgendwie anders angehen. Boah, eine Kugel und ich habe mir den Kill abgestaubt, du. Nice gemacht. Alpha. Feind nimmt Bravo ein. Charlie wird gesichert.
zweite Drohne online. Wir halten alle Zielobjekte. Feind! Gesichtet! Immerhin einen. Ja, ja. Scheiße. Scheiße. Zwei Zielobjekte gesichert. Granate geworfen! Hinter dir. Wir verlieren Bravo. Shit. Alter, die haben mir direkt die Beine weggefetzt, du. Das Magazin. Zurückerobern. Fuck, direkt vor mir. Ach komm, der liegt da wieder. Ich dachte, es wäre wieder ein Toter. Mensch, ey. Kannst du dir nie ausdenken? Geil, die Handgranate hat was gebracht. Er liegt da wieder. Alter, er kommt um die Ecke. Nee. Einfach nee. Nee, er geht wirklich nur auf richtiger Close Distance hier. Nee. Feindliche Drohne aktiv. Alpha wird gesichert. Feindlicher Mörserschlag vor eurer Position. Ja, hätte ich auch erwartet, dass der dann von links kommt. Bravo wird gesichert. Scheiße, voll daneben gehalten. Danke für nichts. Danke wie vieler nichts, Alter. Darf ich auch mal spawnen oder so ein Scheiß? Zielobjekt Alpha wird gesichert. Wir kontrollieren Bravo. Der Feind gewinnt am Boden. So eine Scheiße, ey. Ach, fuck. Ich dachte, ich verstecke mich in der Smoke. Da ist alles safe. Er knüppelt mich einfach weg. Danke dafür. Ach scheiße, habe ich gar nicht erkannt, dass es zwei Feinde waren. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Der Feind hat zwei Zielobjekte erobert. Charlie ein. Wir verlieren Alpha. Zielobjekt Bravo wird gesichert. Feind nimmt Alpha ein. Feindliche Drohne aktiv. Wir nehmen Bravo ein. Da kommt ein feindlicher Mörserschlag. Bravo wird gesichert. Shit. Ach, komm schon. Haben wir. Scheiße. 2 von 3 haben wir geschafft. Zwei haben wir, einen geschlagen und einer schossen. Ach, da hinten in der Ecke saß der, hinter der Tür. Das ist natürlich doof. Zielobjekt Bravo wird gesichert.
Scheiße. Verdammt, Mann! Ach, fuck! Scharfschütze ausgefallen! Ich lade nach! Shit. Bravo wird gesichert. Werfer in die Granate. Feindliche Drohne über uns. Wir werden schwer getroffen. Nein! Einfach nein! Mensch! Immerhin einen. Das reicht mir, auch wenn ich immer nur einen kill, mindestens einer. Einer muss sein. Oder vielleicht mal zwei, da wäre ich super glücklich mit der Pistole. Ist jetzt auch nicht die beste Pistole, finde ich. Das war die mit dem, sag ich mal, ja doch, die Anfangspistole, ne, doch relativ einfach eigentlich. Aber zum Killen ist ein anderer einfach besser, ne. Da liegen sie schon wieder. Da liegen sie schon wieder so richtig dreckig auf dem Boden, du. Komm. Ja, 200, wir haben verloren. Keiner hat 200 Punkte erreicht. Scheiße. Nur 164. Nicht gut. Nicht gut. Was? 33 zu 62 Toten? Als ob wir so oft gestorben sind. 62 Mal? Ja, kann nicht sein. Alter, das ist ja mega heftig. So oft bin ich ja noch nie gestorben. Junge, 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 Junge. Das war halt die wirklich jetzt vielleicht doch die schlechteste KD aller Zeiten. Hat das andere von letztens getoppt aus der letzten Folge oder vorletzten Folge. Junge, nee, das kannst du dir nicht ausdenken. Scheiße, ey. Ja, wir haben aber zumindest schon mal über die Hälfte geschafft. Machen wir noch 14 Kills mit einem Schalldämpfer, dann kommt der weg. Dann kann die Waffe standardmäßig ausgeführt werden, ne? So, und dann erreiche 5 Doppelabschüsse. Okay, das kriegen wir hin. Ist ja nicht viel. Erreiche 10 Abschüsse aus nächster Nähe. Ja, dafür ist das Ding ja eigentlich gemacht. Aber brauchen wir auch Stufe 26, ne, überleg mal, 26 mit einer Pistole, wir sind bei 15. Ja. Ran, aufstützen, wegmähen, was kommt und danach Pistole nehmen und dann weiter geht's. Komm, komm, komm. Team Deathmatch. Guck mal, wie präzise das Ding da stehen bleibt. Ohne zu wackeln, ohne irgendwas. Schade. Ich dachte, einmal links sauber machen, einmal rechts sauber machen und dann ist gut. Ah, verdammt. Okay, Pistole. Shit. Aber noch läuft's gerade ruhig, ne? Kopfschuss! Scheiße, Mann. Wie er sich weggeduckt hat, ey. Verrückt, wie die Leute hier spielen. Schlaf im Dreck, du Bastard. Der ist auch geil verreckt, ne?
wie er auf seinen Knien ist. Ach fuck, er hat uns beide gekriegt. Fuck. Wir haben ihn. Das nennt man Teamarbeit. So, hier geht's schon wieder viel, viel einfacher mit der Pistole. Ah, der wollte mich. Der eine wollte mich. Der kam immer näher und näher. Scheiße, ja gut. Termit hat auch noch dazu gewirkt, ne. War einfach, die Kombi war nicht gut. Ah, shit, wäre der nicht gewesen. Schade, ich dachte, ich krieg den hinten. Ich hab wirklich gehofft. Feindliche Drohne aktiv. Wir liegen in Führung. Eine Feinde im Einsatzgebiet. Na, so scheiße ist die gar nicht. Fuck. Ja, okay. Da konnte er mich knüppeln. Das ist richtig. Unter Verwendung eines Schalldämpfers. Sehr schön. Machen wir noch, bis wir sterben. Und dann wechseln wir. Weil leveln... Ja, da sind wir tot. Also, dann geht's noch hier. Den hier wechseln. Auf die hier. Dann nehmen wir mal die. Die schießt wohl was schneller. Ist dafür ein Ticken unpräziser. Oh shit, die schießt bedeutend schneller, Mann. Geiler Scheiß. Oh mein Gott. Das bringt ja wirklich was. Fuck, keine Munition mehr. Kannst ja auch nicht mit rechnen. Immerhin ein. Lieber nicht mit dem einen fighten, der auf mich schießt. Sondern lieber den nichts merkt, halt einfach wegmähen. Aber eigentlich geht das. Wenn du damit ein bisschen übst, mach sie rund. Fuck, der hat die wieder rausgeschmissen, oder? Nee. Er ist rausgekommen, dadurch hat er sich in den Tod bewegt. Ey, aber so ein paar Hits kriegst du gut hin mit dem Ding. Muss man schon sagen. Ah, komm schon. Du widerliches Dreckskind, legst dich einfach hin. Direkt Bestrafung zurückgeben, ey. Oh, das mit dem Hinterlegen, mit dem optischen, ne, mit dem orange-roten, mit dem Wärme. Das hat schon echt gebracht jetzt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das hat mir echt den Arsch zum Teil gerettet. Oh, den haben wir auch noch bekommen. Jetzt geht's aber hier los mit Pistole, ne? Fuck, wäre sowieso in die Mine gerannt. Aber Junge, das Ding schießt schon scheiße schnell, ey. Schade. Scheiße.
Verdammt. Eigentlich haben wir die Pistole jetzt soweit ganz gut vorangebracht. Dann können wir jetzt eigentlich mal auf sowas umsteigen. Scheiße. Da saß noch hinten jemand im Container. Ich hab die Fußspuren gesehen. Und ich wusste Bescheid. Ah, da kam sowieso wieder das Flugzeug. Geht doch mal raus hier! Menschenskinder, ich will da raus, genau wegen sowas. Fuck, man! Nicht der Feind ist so gut, warum der so viele Kills kriegt, sondern die Mates sind so doof und setzen sich alle in den Container und wollen nicht raus. Und sperren da alle mit ein. Ja, aber die Waffe geht eigentlich hier auch ganz gut. Ja, auf so eine Distanz schwierig, aber wenn du nur so die kurzen Distanzen, ne, oder hier. Ne, habe ich nicht geschafft. Ey, das ist doch klar. Wenn du in zwei Waffen reinläufst, dann hast du verkackt. Ah, gut. Ja, 169 zu 200 verloren. Schade drum. ...31 zu 37, wieder eine negative KD, aber so ist das halt, kann mal vorkommen. Sehr schön, ein Battle Pass Token hier bei der P890, bei der Pistole auch die Tarnung mit dem Schalldämpfer freigeschaltet. Ne, bei der Herausforderung mit dem Schalldämpfer halt. Genau, hier auch eine weitere Stufe oben drauf, sehr schön. Ja, hier nur ein bisschen, ist ja klar, wir haben ja nicht viel gemacht mit dem Ding. Ne, aber, besser so als gar nicht. Die könnten wir eigentlich auch mal leveln, ne, ganz ehrlich. Da hätte ich sogar mehr Bock drauf, bin ich ehrlich, als bei der hier. Das war eine Sturmgewehr. Ganz hinten hier, da haben wir die selbstgebaute und die... Was war denn das? Achso, die ist noch gesperrt, stimmt. Und die Chimera haben wir ja auch. Dann haben wir jetzt den hier noch selbst gebastelt. Standard, selbst gebastelt. Und das in der Mitte war dann ja halt das aus dem Battle Pass. Probieren wir das mal aus, die neue Waffe, die wir bekommen haben. Uiuiui, aimt die langsam. Aber wenn die ordentlich raushaut, dann ist das nicht schlimm. Die ist ja auch eher mit einem langen Lauf, so sieht das zumindest aus. Ja, und langer Lauf. Präzision. Ah ja, okay. Dann bin ich direkt tot. Das Ding ist wirklich unfassbar träge, ne? Falsche Karte scheinbar, ne? Boah, ist das Ding träge. Oder es fühlt sich einfach nur so an. Aber das glaube ich nicht mal. Ich glaube, dass der Scheiß wirklich hier so träge ist. Guck mal, einen Kill kriegst du hin. Scheiße. Stabilität hat das Ding auf jeden Fall, gar keine Frage. Ne? Das Ding haut auch raus. So ist das nicht. Ah, ist egal.
Naja. Das Ding ist ja doch unfassbar präzise, ne? Muss man einfach so sagen. Wenn du zielst, das Ding hält die Position da, wo du hinschießt. Aber das Problem ist halt, dass es so unfassbar träge ist im Aim. Also für Stellung oder so, verteidigen, ja, alles andere, nein. Feindliche Drohne in diesem Sektor. Shipman ist einfach die falsche Karte, glaube ich, dafür, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, das ist einfach falsch. Ah, scheiße, eine Mine. Dem habe ich aber echt den Arsch gerettet, dem Kollegen. Der wäre da voll reingerannt. Hätte den auch echt nicht interessiert, scheinbar. Yay, wir sichern eine Marke. Nice. Ach, scheiße. Ich konnte nicht alle sichern. Aber das können wir jetzt tun. Ah, Rache, den haben wir auf jeden Fall erlegt. Scheiße, wieso legt man sich da wieder hin? Mensch, Alter. Ist doch nicht normal. Schlaf im Dreck, du Bastard. 5,50, okay. Ich hätte einfach Molotow schmeißen müssen. Boom, direkter Treffer. Nice. Meine Fresse, ne? Ja, jetzt aber rein hier. Hat der Feind, wir nur 74, wir haben leider verloren. Alter, ich habe 44 von 74 gesammelt. Ne? Die anderen Jungs haben insgesamt nur 30 gesammelt. Die haben weniger, alle, mein ganzes Team zusammen hat weniger gesammelt als ich. Und zwar extrem weniger. Ne? Ich habe einfach 14 mehr als das ganze Team zusammen. Alter, das ist doch nicht normal. Das kann man erzählen. Schön ordentlichen Fortschritt hier bei der Waffe. So, das können wir uns auch so angucken, wie der Fortschritt jetzt hier ist. Das sehen wir ja. Genau. Hier können wir noch sowas anschrauben. Boah, die Tarnung finde ich so hässlich, ne? Das sieht gar nicht schlecht aus. Aber das Rot, das passt da einfach nicht zu. Ich meine nur das Muster mit den Lücken, ne? Dass es rot ist, das passt einfach nicht, aber sonst. Wir könnten aber Unifarben nehmen, das irgendwie so unterstützen, aber dann ist das so rosa-mäßig. Das passt dann auch nicht, ne? Knatschrot finde ich total hässlich. Das Magazin ändert die Farbe halt auch nicht, deswegen das ist auch problematisch dann. Irgendwas, was dazu passt. Das könnte man nehmen. Das sieht doch noch am besten aus von dem, was man hier als Möglichkeit hat, ne? Außerdem also sollen wir das ja auch nicht umsonst freigeschaltet haben. Uns da die Mühe gemacht haben. So, Stufe 10, dann können wir das nächste erst freischalten. Da müssen wir eigentlich gut auf dem Weg sein, ne? Wir sind Stufe 8 jetzt. Wir haben schon 29% von der Waffe durch. Gar nicht schlecht, denke ich. Wir können mal in die Statistik reingucken. Da kriege ich schon Angst eigentlich. So. 290 Spiele. Ja, KD von 0,99. Also ganz knapp, dass wir... 1-0er KD haben, also wir sterben einen Ticken mehr, als wir
halt an Kills mache. Ja, Siegerate ist hoch, ne? 1,07%. Ne? 1,07, das ist halt ein gutes Prozent nach oben. Ne? Klar, ist nicht viel, ne? Das ist fast 50-50, ne? Aber wie man hier sieht, das sind halt immerhin bei den vielen Gefechten, die wir haben, bei den 290, sind halt wirklich schon fast 10 Stück, ne? Ja, 9 Gefechte sind es hier, die wir halt mehr gewonnen haben als verloren. Und hier sieht man dann halt auch, ja gut, das sind jetzt 60, sagen wir mal einfach mal ganz grob 60 Tode, die wir mehr haben. Wir sind ja auch gerade die Waffen am fertig machen und nachher nutzen wir dann wahrscheinlich, wenn wir alle Waffen einmal durch haben, auch nur noch die Waffen, mit denen wir richtig Bock haben. Außerdem sind wir ja immer noch dabei, Sachen freizuschalten, ne? Griffe, Mündungen, ne? Mündungsaufsätze, Läufe, Magazine. Im ganzen Kram sind wir immer noch am Freischalten. Und daher haben wir auch, denke ich mal, noch nicht die besten Waffen. Ne? Also das ist jetzt auch auf wie ewig, ne? Wie man unten sieht. In den letzten 10 Gefechten ist es halt bedeutend schlechter, ne? Aber allein 6 Niederlagen, 4 Siege nur. Und ja, haben fast 23 Tode haben wir da mehr als Kills, ne? Also, naja, geht. Ne? Genau, aber da haben wir jetzt auch in den letzten paar Gefechten, haben wir fast nur noch hier die Tarnung gemacht. Wir haben viel Flinte benutzt, wir haben Revolver benutzt, wir haben die hier die benutzt, ne? Da sieht man das ja hier ganz gut eigentlich, genau. Hauptsächlich haben wir die Lockwood benutzt, die Flinte, ein bisschen jetzt MG in der letzten Runde hier, die, also die hat auch jetzt in einer Runde ganz viel gemacht, ne? Ich wollte eigentlich, ach hier unten Sekundärwaffe, da wollte ich hin, ja, und Revolver haben wir auch echt viel gemacht, ne? Also das ist schon ordentlich was. Genau, hier sieht man auch nochmal 117 Abschüsse mit der Lockwood. Junge, Junge, Junge. Na, auch hier nicht viel mit der AK. Genau. Schauen wir hier nochmal rein. Ne, M4 führt halt immer noch bei den Sturmgewehren. Die 9K MP, die führt halt hier noch. Ne, MG, gut, da gibt es halt das hier, was er halt führt. Flint ist halt die Lockwood, da sind wir ja mit am weitesten jetzt dran, ne? Die Signal ist die Sniper, die wir am meisten benutzt haben, die EBR-14 bei den DMRs. Die ist ja auch verdammt gut mit dem Setup, die wir haben. Und ja, klar, das FTAC-Recon-Gewehr als Kampfgewehr und anderes Kampfgewehr haben wir, glaube ich, so noch nie wirklich benutzt, ne? Wie es mir gerade auffällt. Können wir auch nochmal reinschauen. Warum war das Ding denn? Oh, ein Kampfgewehr? Nee. Tatsache ist einfach weg. Das Ding ist weg. Was müssen wir denn hier bei dem MG machen? Na, für Platin brauchen wir sowieso 6 MGs, also dauert und dauert und dauert. Ach, geduckt müssen wir killen, stimmt, das war's. Und aufgestützt noch mehr, ja, das kann man mal machen, das ist gar kein Problem. Dann lassen wir die doch im Setup drin. Die ist auch okay, die würde ich gerne wechseln. Die ist zwar eigentlich ganz lustig, aber hier ist sowieso alles noch, fast alles noch gesperrt und... Das können wir zu einem anderen Zeitpunkt machen. Welche ich jetzt gerne nehmen würde, wäre... Kampfgewehr. Ach genau, die SO-14 haben wir benutzt. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, wir haben die einmal benutzt und die hier. Die war ja auch so richtig lustig. Die hat richtig Spaß gemacht, die. Aber natürlich, ich glaube, nicht ganz so viel Spaß wie die andere, ne? Die so ähnlich hieß. Von den DMRs. Die DMRs waren einfach cooler. Machen, glaube ich, auch ein bisschen mehr Schaden. Ich meine jetzt, oh, die war, glaube ich, lustiger. Oder war das nicht doch das Kampfgewehr, was lustiger war? Ich glaube, das Kampfgewehr, ne? Ach, ist ja auch egal. Wir müssen irgendwann fertig kriegen. Das hier ist fast fertig, ne? Muss man sagen. Also der hier ist ja 100%, 95, 100, 100, 87. Also M16 und Kampfgewehr fehlt uns noch. Hier das FTAC Recon. Hier fehlt uns noch ein Level. Und hier fehlen uns noch 2 Level, wie es aussieht. Dann haben wir... einmal die ganze Plattform gemeistert. Da sind wir ja bei 96%. Ach, guck mal. Das sind meine Waffen. Nee, Bundle ansehen, das sind nicht meine. Das sind nicht meine. Das sind meine, genau. Einmal unser selbst erstelltes. Einmal diese, ja, Optik hier, ne, mit dem Rot und Schwarz, mit dem Carbon auch so ein bisschen. Ne. Und sonst haben wir da gar nichts. Dann gibt es aber hier noch verschiedene Variationen. Ne. Guck mal, riesen Scharfschützengriff. Scharfschützenschaft, dicke Mündungsbremse und ein Riesenmagazin. Wofür, ganz ehrlich, da würde ich eher sowas nehmen. Aber ich kaufe da jetzt nichts. Das sehe ich irgendwie nicht ein. Guck mal, das ist ja schon eigentlich so ein Setup.
so, ne, wir können ja dann eigentlich ganz ehrlich die modifizieren, die wir ja bereits haben, weil wofür nicht? So, guck mal, welche Optik haben wir denn? Die hier, ja, das ist ja schon mies, ne? Dann nehmen wir lieber die. So, dann können wir hier mal gucken, da haben wir jetzt auch mittlerweile, weil wir haben die ja ganz zu Anfang eigentlich gespielt, da haben wir mehr freigeschaltet, da können wir jetzt den nehmen. Bei den Griffen können wir statt dem zum Beispiel, können wir auch den hier jetzt nehmen, ne? Magazin, brauchen wir nicht. Munition. Guck mal, Hochgeschwindigkeitsmunition, guck mal, der hat gar keinen Einbußen. Könnten wir auch nehmen. Tempest ist der kurze. Da ist aber der ganz kurze, der macht aber so viele negative Vorteile. Also negative Effekte, keine Vorteile. Ne, ein bisschen schneller bewegen, ja, Bewegungstempo. Vor allem aus der Hüfte, super. Dann nehmen wir doch lieber das. Aha. Da ist mehr Rückschusskontrolle bei. Nehmen wir den 16,5 Zoll Lauf. Ah, ne, den wollte ich ja jetzt nicht entfernen. Hier. Mal gucken. Achso, mit dem Rot kann man den noch auswählen. Ne. Wollen wir nicht, wollen wir nicht, wollen wir nicht. So, da haben wir eigentlich alles ausgewählt. Ne? Laser ist es auch der richtige. Ja, das sieht sehr gut aus, dass wir da den genutzt haben. Aber der hier bringt, glaube ich, noch einen. Ne, der hier bringt einen Ticken mehr, ne? Ach, welcher war das nochmal? Ne, doch, das war der hier mit dem, mit der Optik. Bei der anderen war der nur unten in der Breite. Genau. Nehmen wir den. Das denke ich sehr gut. Guck mal, das ist noch gesperrt. Das Tempest. Na, das ist ja alles dasselbe System im Prinzip. Nur das hier fehlt halt noch. DMR von Tempest. Ah, ein DMR muss das sein. Okay, dann könnten wir da auch mal reinschauen. Wo haben wir denn unsere DMRs liegen? Haben wir gar nicht, ne. Das hier brauchen wir nicht. Weg damit. DMR, Tempest. Da ist es. Tempest-Geschütz. Die hier ist auch noch gesperrt. Was steht denn da? Erreiche 25 Doppelabschüsse mit einem DMR. Oder hole die Waffe aus der DMZ. Ja. Das finde ich noch ganz lustig, weil dann könnten wir das System hier auch fertig machen und dann haben wir alles. Und DMRs machen ja sowieso echt Spaß. Gut, aber ich würde sagen, wir haben jetzt hier was gefunden, womit wir Spaß haben können. Das hier zum Beispiel nehmen wir jetzt. Oder das. Achso, wir wollten noch nach den Tarnungen gucken, ne? Erstmal machen wir hier die ganzen Sticker weg. So, und dann. Okay, Doppelabschüsse mit dem Ding. Kriegen wir hin. 30 Abschüsse im Ducken, ne? Okay. Schalldämpfer haben wir schon erledigt unter der Verwendung. Hat der da jetzt auch einen Schalldämpfer drauf? Ich weiß es nicht. Oder nur einen Lauf, der länger geht, als glaube ich aber nicht. Ja, dann hätten wir hier auch das erste Kampfgewehr fertig. Aber ich würde sagen, wir suchen uns dann das Setup, welches wir nehmen möchten, dann halt in der nächsten Folge aus. Und dann entscheiden wir, nehmen wir das mit dem MG oder nehmen wir das mit dem Kampfgewehr. Und dann schauen wir mal auch, welchen Modus wir nehmen und wie wir dann unsere, ja, Matches hier bestreiten.